Aufstiegskampf im Ruhrgebiet. Essen gegen Emden und Wattenscheid gegen Lübeck. Die Hinrunde ist vorbei. Die Rot-Weißen sind im Soll. Im Moment auf Platz 2. Das bedeutet zweite Liga. Ein Sieg heute gegen Emden und Essen überwintert vielleicht auf einem Aufstiegsplatz. Nebenbei drückt Essen Nachbar Wattenscheid die Daumen. 18 Kilometer entfernt spielt die SG gegen Aufstiegskandidat Lübeck. Wattenscheid steckt mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Siege. Ein Erfolg gegen Lübeck und der Aufsteiger verschafft sich etwas Luft und gewinnt obendrein die Sympathien der Essener. Mit Spannung also blicken wir heute in den Ruhrpott, haben aber auch eine ganze Menge anderes zu bieten. Bis auf Bayer Leverkusen werden alle Westvereine hier in der Sendung sein. Und damit, liebe Zuschauer, begrüße ich Sie sehr herzlich zum Rückrundenauftakt live aus dem Georg-Melchis-Stadion in Essen. Hier gibt es gleich die Partie zwischen RWE und Kickers Emden. Und natürlich wünschen sich die Essener, dass der Rückrundenstart so perfekt läuft wie der Saisonstart. Da nämlich gewann man das Hinspiel mit 3:0 bei Kickers Emden. Ein Traum. Start vor allem für Stefan Lorenz, der Neuzugang vom VfL Wolfsburg 2 nämlich. Er ist vor allem hierher gekommen, um die Abwehr zu verstärken, aber in seinem allerersten Spiel für Rot-Weiß gegen Emden schoss er tatsächlich überraschenderweise gleich 2 Tore. Und diese beiden Tore, die haben ihm anscheinend so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass er der einzige Spieler im Kader von Rot-Weiß Essen ist, der bisher alle Spiele über 90 Minuten gegangen ist. Heute allerdings ist Stefan Lorenz nicht der einzige, der mit einer wahren Liebeserklärung auf den Rasen geht. Ihr Kommentator beim Spiel Essen gegen Emden heißt René Alles. Nicht nur Stefan Lorenz, alle Rot-Weißen unterstützen ihre Stadt. I love Ruhrgebiet. Essen soll 2010 Kulturhauptstadt Europas werden. Einmalig diese Trikotaktion in dieser Saison. Ihn nennen sie nur Mac, Junga Mohani, der RWE-Stürmer, letzte Woche wegen seiner 5. gelben Karte gesperrt. Auch heute nicht dabei. Uwe Neuhaus vertraut dem Team, das im Schnee vergangene Woche mit 5:0 gewann. Aber die Essener mit Problemen gegen die sehr kompakt stehenden Kickers und die Emder durchaus engagiert nach vorne. Bereits die 27. Minute, Stefan Sitschlak und Mats Kowiak, der trotz der Gesundung der eigentlichen Nummer 1 Dirk Langerbein zum dritten Mal in Folge im Tor steht, beide Spiele ohne Gegentreffer absolvierte. Und fraglich, ob der Ex-Werler Stefan Sitschlak hier wirklich aufs Tor schießen wollte. Die Essener brachten kaum mal vernünftige Flanken vors Tor. Lorenzson erkämpft sich den Ball hier. Dann Stefan Lorenz. Gegen 3. Und aus der zweiten Reihe dann Wehlage. Über 30 Minuten gespielt für die erste zeigenswerte Szene von RWE. Darum so honoriert von den Fans. Vom stärksten Heimteam der Liga, Essen, zunächst nur sehr wenig zu sehen. RWE seit der 24. Minute mit Özbeck für den angeschlagenen Ronny Nicol. Das ist Michael Bemben, hat da viel Platz auf der rechten Seite. Wehlage gegen Gundelach, schöne Einzelaktion. Und der erste Schuss aufs Tor, immerhin. 0:0 zur Halbzeit. Erstmals wieder beim Team mit Krücken. Alex Löwe, Stürmer und Starspieler, der aber bis zum Saisonende ausfällt. Das vordere Kreuzband gerissen. RWE nach der Pause mit einer Änderung. Für Gorschlüter kam Junga Mohani. Der rückte hinter die Spitzen, schoss all seine 5 Saisontore, aber in der ersten Halbzeit. Die zweite Hälfte beginnt mit dem Freistoß von Michael Bemben. Wer löst sich? Stefan Lorenz. 2 Tore, seine einzigen diese Saison im ersten Spiel bei Emden. Und hier die große Chance zum dritten Treffer. Ganz frei, kann nicht mit links schießen. Er gleich im Gespräch mit Oka Gundel. Die Emder ließen konditionell etwas nach. Mehr Möglichkeiten für RWE. Lorenzson, Boskovic und Wehlage 1:0. Wie eine Erlösung dieses Tor gegen das Abwehrbollwerk. Das 5. Saisontor von Holger Wehlage, der offensichtlich als Torjäger auf den Geschmack gekommen ist. Schön, wie Boskovic da ablegt
und Wehlage mit dem Außenriss. 55. Minute. Und die Rot-Weißen wollten nachlegen, starteten eine Offensivwelle in dieser Phase. Der Kapitän Raldamanz und Junga Mohani gegen Hofmeister scheitert und trifft doch. Zwei zu null, nur zwei Minuten später. Erstmals trifft Mac in der zweiten Spielhälfte. Der ist halt beidfüßig. Erst mit links und dann mit rechts. Aus dem fast unmöglichen Winkel ganz stark gemacht vom Kongolesen. Hier wieder Junga Mohani öffnet das Spiel. Özbek startet. Çalik. Immer noch Çalik. Und dann Boskovic, 3-0. 3 Treffer in nur 5 Minuten. Die Emder, die lange mithalten konnten, jetzt eingebrochen. Çalik schon gut. Hofmeister kann den etwas glitschigen Ball nicht festhalten. Und Boskovic, letzte Woche mit 3 Treffern, ist gefährlichster Essener sein 8. Saisontor. Und abseits des Geschehens, Arm in Arm, Mats Kowiak und Stefan Lorenz. Jetzt war was los an der Hafenstraße. Aber die Emder, die kamen nochmal, gaben sich nicht geschlagen. Unger hier auf Canizaro. 3:1 nur noch. 78 Minuten gespielt. Ebenso aus spitzem Winkel. Und die Serie von 267 Minuten ohne Gegentor für André Mats Kowiak damit beendet. Canizaro sicher auch mit viel Frust. Kurz vor dem Ende. Nochmal Junga Mohani alleine. Der Ball etwas zu weit vorgelegt, aber dennoch eine gute Möglichkeit. Und dann war Schluss. 3:1. Eine überzeugende Leistung in der zweiten Halbzeit. Es war natürlich wichtig, jetzt nochmal einen nachzulegen nach so einem guten Spiel wie Erfurt. Erste Halbzeit war ein bisschen schwierig, weil Emden auch gut gestanden war. Aber dann haben wir uns nochmal vorgenommen, zweite Halbzeit rauszugehen, nochmal Gas zu geben. Ich denke, das war einfach die Spielfreude, die war zu sehen. Die war auch teilweise nach dem 3:0 noch zu sehen. Und da hat die Mannschaft auch gezeigt, zu was sie in der Lage ist. Ein liebevoller Umgang. Auch das zeichnet Essen derzeit aus. Sie bleiben sicher auf einem Aufstiegsplatz. Oka Gundel, bitte. Und bei mir ist der Dauerbrenner aus dem Team von RWE, Stefan Lorenz. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wenn es innerhalb von 5 Minuten nicht mehr 0:0 steht, sondern 3:0, was denkt man als Spieler da? Ja, es ist eine, für uns Abwehrspieler eine Erleichterung, wenn wir vorne schon 3 gemacht haben. Und gut, dass wir in 5 Minuten gleich 3 Buden machen, spricht für uns, spricht für unsere Stärke. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir den Lauf von letzter Woche heute auch in der zweiten Halbzeit umgesetzt haben. Und letzte Woche haben Sie innerhalb von 7 Minuten, glaube ich, 3 Tore geschossen. Und Sie persönlich haben im Hinspiel gegen Emden 2 Tore geschossen. Heute hätten Sie auch eine Möglichkeit gehabt, auf jeden Fall ein Tor zu machen, nämlich in der 51. Minute. Da gab es eine wunderbare Flanke oder einen Freistoß von Michael Bempen. Sie waren gut, hatten sich gelöst. Aber dann, was war da passiert? Ja, ich sehe den Ball kommen im richtigen Moment und er springt vor mir auf und ja, man überlegt dann einmal zu lange und dann ist der Ball auch schon weg. Jetzt waren heute über 11.000 Zuschauer hier im Stadion. Es ist immer ein bisschen schwierig mit den Essener Fans, aber heute standen die absolut 100% hinter ihrer Mannschaft. Ja, ein Kompliment an die Essener Fans. Sie stehen wirklich wie eine Mauer hinter uns und das ist auch der Erfolg irgendwo, der sich in den letzten Wochen widerspiegelt und ja, ich hoffe, dass es weiter so geht und dann werden wir auch unsere Heimspiele weiter erfolgreich bestätigen. Jetzt sind Sie vom VfL Wolfsburg 2 hierher gekommen. Ist das ein bisschen wie von 0 auf 100 mit dem Umfeld, den Fans? Ja, selbstverständlich. Also ich hatte vor 200 Zuschauern gespielt und nun sind es 11.000 oder 10.000 im Schnitt. Und ist eine Umstellung, eine positive Umstellung für mich. Und ich freue mich immer wieder, hier einlaufen zu können. Und ja, ich nehme das alles mit. Dankeschön, Stefan Lorenz. Bis hier.